Hi, mein Name ist Arne und im folgenden Clip möchte ich euch die Trainingsklassiker vorstellen. Was sind Trainingsklassiker? Es gibt funktionelles Training und zwar ein Training, was nicht isoliert, sondern in gesamten Muskelketten stattfindet. Und hier trainieren wir die Strecker, die Zug, die Druck- und die Core-Kette. Und da möchte ich euch die Trainingsklassiker vorstellen, wie ihr mit eigenem Körpergewicht und mit Hilfe von Zusatzgeräten, wir nutzen jetzt die Produkte aus der Arts Vintage-Serie, herbeiführen können. Wir starten mit dem Klassiker, den Squats. Bei den Squats ist es wichtig, dass du dich erstmal parallel aufstellst, das Gewicht leicht auf die Fersen verlagert. Zieh die Arme bewusst nach unten, schieb sie leicht nach hinten, baue so einen leichten Druck zwischen den Schulterblättern auf. Wir gehen leicht nach unten. Das Gewicht ist maximal auf den Fersen. Die Knie dürfen bis vor die Zehenspitzen gehen. Also es muss nicht ganz gerade sein, ein kleines bisschen nach vorne ist okay. Und stell sie so auf, dass die Beine nicht ganz eng sind, sondern minimal, kleines bisschen nach außen. Damit hast du die Möglichkeit, etwas beweglicher in der Hüfte zu sein. Du gehst tief, blick nach vorne und du solltest darauf achten, das kannst du immer wunderbar in einem Spiegel kontrollieren, dass der Rücken 1A gerade ist. Ansonsten reduziere die Höhe des Squats. Umso mobiler du in der Hüfte bist, umso gerader wird auch der Rücken gehalten. Ja, lang nach vorne. Das wäre jetzt Level 1. Wenn das klappt, kommen wir jetzt zur Progression, zur Steigerung und wir nutzen den Medizinball. Ich nehme jetzt hier die 3 Kilo als Zusatzgewicht und zwar führst du den von hier aus nach vorne und wieder hoch. Gib zusätzlichen Impact für den Rücken durch die Hebelverlängerung und du trainierst wunderbar die Schultern. Und wenn du jetzt noch die Brust trainieren willst, presst du den Ball einfach maximal zusammen. Das hebt das Dekolleté noch ein bisschen an. Gesichtsmuskeln dabei immer entspannen. Und wichtig dabei ist, wenn du den Trainingsklassiker Squats für dich ausprobierst, kontrolliere ihn immer in allen Ebenen. Von vorne, von der Seite und nutze dazu am besten einen Spiegel. Wir kommen zum zweiten Klassiker. Wir kommen zur Zugkette und zwar zum Kreuzheben. Auch Deadlift genannt, macht man häufig auch mit einer Stange. Wir fangen mit der Basis an. Du darfst die Hände gerne einmal hinter den Kopf nehmen. Wichtig ist, die Bauchaktivität und das Becken zu stabilisieren. Knie leicht gebeugt. Und jetzt stell dir vor, du stehst an einer Kante oben auf einem Fels, schaust über den Abgrund und du fällst im Grunde erst, wenn das Gewicht vorne ist. Also halt das Gewicht immer auf den Fersen, hast du einen sicheren Stand. Und dann den Rücken lang strecken. Du siehst hier, ich habe die Vorspannung im Gesäß. Die musst du spüren, dass die gesamte Rückseite der Beine aktiv wird. Rücken lang, Bauch fest, Blick über den Abgrund nach unten und dann aus dem Becken wieder aufrichten. Die Knie bleiben immer leicht gebeugt. Und wenn der Bewegungsablauf stimmt, wenn du diesen wieder im Spiegel kontrolliert hast, kommen wir jetzt zur Steigerung. Wir nutzen wieder den Ball, damit wir ein bisschen Gewicht haben, nutzen wir den großen Medizinball aus der Arts Vintage Serie. Und zwar hältst du den in Level 1, einfach unterhalb des Beckens. Und jetzt geht's nach unten. Du lässt das Gewicht sinken, bist knapp über den Boden und kommst wieder hoch. Durch das Zusatzgewicht jetzt musst du darauf achten, dass die Schultern nie nach vorne fallen, sondern dass du sie bewusst nach hinten ziehst. Das fühlt sich immer so an wie so ein Schultermagnet, den du nach hinten ziehst. Als wenn du einen Gegenstand zwischen deinen Schulterblättern festhältst. Wenn du jetzt das Ganze noch erschweren möchtest, hältst du den Ball vor der Brust, weil jetzt ist er etwas höher und jetzt gehst du auch nach vorne. Dann merkst du den Unterschied und du musst den Ball natürlich wieder feste zusammenpressen. Und wenn du den Zug im Po, im Gesäß und in der Beinrückseite spürst, dann ist die Bewegung richtig. Und dann von hier aus einmal lösen. So, damit wir es ein bisschen bequemer haben für die nächste Sequenz, wir kommen jetzt zur Liegestütze, nehmen wir die bequemen Matten aus der Arts Vintage Serie.
altbewährte Materialien, gut gepolstert. Und da beginnen wir jetzt zunächst mit der Liegestützvariante Nummer 1 auf den Knien. Und zwar kniest du dich so, dass du die Hände ein bisschen frei hast, nach vorne. Achte jetzt darauf, dass die Schultern mit deinem Becken ausgerichtet sind. Schultern ziehen vom Ohr weg und von hier aus ist wichtig, dass der Oberkörper in der fixierten Position bleibt und du die Kraft dazu hast, den Oberkörper wieder nur durch die Arme und durch die Brustmuskulatur nach oben zu drücken. Du atmest nach unten ein und bei der Drückbewegung aus. Das wäre Level 1. Wenn das klappt, versuchst du mal, bei jedem Training einmal die anstrengenden zu machen, und zwar die Knie zu heben. Und vielleicht schaffst du am Anfang nur einen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du wieder runter gehst. Und wenn du dir eine feste Anzahl nimmst, versuchst du bei jedem Training eine davon mehr zu machen. So hättest du die lange Liegestütze. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige von euch, die jetzt schon sagen, lange Liegestütze kann ich eh schon. Ich zeige euch jetzt die Steigerung und wir nutzen wieder mal den Ball. Ich nutze den kleinen. Jetzt geht es darum, dass wir Schulterstabilisierung und ein bisschen Balance mit einbauen. Und zwar nehme ich die gleiche Position ein, Level 1, und halte den Ball unter meinem Ellenbogen als stabile Position. Hab jetzt eine etwas veränderte Belastung auf dem anderen Arm. Mach davon vielleicht 5 Stück auf der einen Seite, dann 5 auf der anderen oder ich mache sie lang. Und ich kann daraus natürlich auch ein Ping-Pong-Spiel machen. Oben halten, Roll-Over, Liegestütz, Roll-Over, Liegestütz. Und ich glaube, so sollte für jeden irgendwas dabei sein. Viel Spaß bei dieser Übung. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Kette, die ich angesprochen habe, und zwar die Core-Kette, die in keinem Training fehlen darf, der Bauch. Ich möchte euch nicht die herkömmliche Bauchübung zeigen. Es gibt alle Varianten, die ihr machen könnt. Klappmesser. Wir machen den Russian Twist. Und zwar ist der Russian Twist eine Twistbewegung, die aus dem Oberkörper geführt wird. Du setzt dich dazu erstmal mit leicht gebeugten Knien hin. Jetzt geht's in die bequeme Liegestuhlhaltung nach hinten. Leider haben wir nur die billigen Liegestühle ohne Rückenlehne. Von daher musst du das Ganze aus dem Bauch selber halten. Und du beginnst im Wechsel. Lockere Taps, das wäre Stufe 1. Ja, die Kraft kommt aus dem Bauch, die Drehbewegung aus der Lendenwirbelsäule. Wenn du mehr möchtest, heb die Beine, lass sie leicht mitwippen. Und jetzt kommt eigentlich noch die Krönung, das Zusatzgewicht. Wir nehmen den Ball wieder mit dazu und den führst du von hier nach rechts und links. Das wäre der vierte Trainingsklassiker. So hast du eigentlich schon ein effektives Workout für den ganzen Körper, kannst deine Technik verbessern. Alle weiteren Infos zu den Arzt Vintage Produkten findest du unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß bei den weiteren Workouts.